Hallo und willkommen zurück zu Shonen Yas Let's Plays und Hearthstone. Eine weitere Woche ist vergangen, es ist 0 Uhr gerade durch und ich will mich auch gleich ins nächste Abenteuer stürzen. Es hieß eigentlich erst, es sollte schon am 18. rauskommen. Leider Gottes tat es das nicht. Am 18. in der UAS. Ah, vielleicht. Wie auch immer. Wir können uns den Flügel, das Theater holen. Ich habe jetzt spaßenshalber, ich habe ja noch einen aktiven WoW-Account und da habe ich jetzt auch Karazhan noch zweimal durchgespielt. Man musste es ja zum Teil auch, weil die neue Legionsquest, die man machte, da musste man ja auch in die Bibliothek von Medivh gehen mit Katka und nach Informationen suchen. Und ja, da bin ich natürlich auch durchs Theater und habe gegen Romeo und Julia gekämpft. Willkommen im Theater. Ich bin Barnes, der Intendant. Genau. Die Portale, die euch zu Medivh führen, sind im Obergeschoss. Doch zunächst nehmt Platz und genießt die Aufführung. Na dann, let's go, round one. Unser erster Akt. Die Geschichte einer verbotenen Liebe. Helft Juliane, sich auf den Auftritt ihres Lebens vorzubereiten. Ruft Romeo herbei, wenn ihr ihn nicht kontrolliert. Klingt erstmal interessant. Hey, ich könnte sogar mein Zitun. Also, es ist jetzt das erste Mal, dass ich ein eigenes Deck aussuchen kann. Naja, ich weiß nicht, was mich erwartet, also gehe ich erstmal mit meinem Mage-Deck rein. Ich habe jetzt auch nur aktuell drei Decks. Die anderen hatte ich gelöscht, weil ich die nie spiele. Ich habe mich auf drei Klassen spezialisiert und das ist mein Priester-Deck bei Zitun als Standard-Deck. Und als wildes Deck einmal ein Mage-Deck und einmal ein Morlock-Deck, das auch ziemlich cool ist. Da habe ich jetzt gerade erst 1000 Schwefel oder was auch immer die Währung ist, ausgegeben. Jaina! Gegen Julien! Welch Teufel bist du? Ihr habt es so gewollt. So, die Handkarten sind erstmal okay. Ich will nur mal ganz kurz was gucken, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob auch auf der richtigen Schnittstelle aufgenommen wird. Muss ich mal ganz kurz. Jo, passt alles. Ja, wollte ich so lassen. Krass, im Singleplayer geht das nicht von alleine weiter. Hatte ich ja Glück. Ach, wahrscheinlich muss man ihn töten. Willst du mich zwingen? Sieh dich vor! Ja, ihn töten, um sie angreifen zu können. Ist ja auch witzig. Sieht aber aus momentaner Sicht gar nicht so schwierig aus. Okay. Gut, sie hat halt aber in der ersten Runde schon einen 4-2er. Ach, deswegen hat sie jetzt auch gerade so geleckt wahrscheinlich. Es laggt, man merkt, dass ich zum Release gleich spiele. Links, links, links. Oh, oder so. Ein Autogramm. Achso, deswegen spielt es auch Spott, Leute, die ganze Zeit. Nein! Aber die mag ich doch sehr, die Karte. Das ist eigentlich mein Mage-Deck mit meiner Lieblingskarte. Lasst uns vorbei. Wir müssen schleunigst Medivh befreien, sonst ist das Fest ruiniert. Was wäre ein Fest ohne ein Schauspiel? Und was wäre ein Schauspiel ohne ein Publikum? Oh, ein großer Künstler scheidet mit mir dahin. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. So, wie mache ich es am besten? Schleim. So, jetzt kann sie gleich wiederholen. Komm, milde, liebevolle Nacht. Komm, gib mir meinen Romulo zurück. Romulo, muss ich immer an Romulaner denken. So, wie mache ich es jetzt am besten? Das darf ich noch nicht. Aber so könnte ich spielen.
den Spaß. Schade, hätte ich mal zuerst das gespielt. Feuer! Das ist kein gültiges Ziel. Nee, da warte ich mal. Ich will nicht, dass der stirbt. Illidan ist hier. Ihr wisst nicht, was uns erwartet. Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Spott. Er hat nicht angegriffen. So, ich könnte jetzt einfach den Spotter weghauen. Oder spiel einfach das. Ach nee, aber Schaden müsste ich ja dann trotzdem noch machen. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Hau Romulo weg. Sehr gut. Achso, jetzt kannst du ja jede Runde machen. Ihr könnt nicht vorbei. So, am besten, das macht schon Standard 2 Schaden. Deswegen mache ich jetzt noch so. Wissen ist Macht und ich weiß ganz schön viel. Ich lerne. Opfere den. Achso. Das ist aber nicht schlimm weiter. Jetzt habe ich nämlich auch wieder eine 2er. Mach nächste Runde meinen Blizzard und alles ist tot. Ihr könnt nicht vorbei. Ihr könnt auch nicht vorbei. Bye bye. Ich hätte doch erst das machen können. Hier liegt ihr falsch. Feuer. Bye-bye. Romulo, dies trinke ich dir. Der erste Akt ist zu Ende. Freut euch auf 2 weitere. Finde ich witzig, dass wir ja gar nicht jetzt kämpfen. Jetzt. Oh, vielleicht 2. Hm. 5 Mana, 3-4 mit dieser Fähigkeit. Kannte ich bisher nur aus dem anderen Deck. Aus dem Priester-Deck. Da war es aber ein Zauber für 2. So, wer weiß, wie lange das hier noch leckt. Dann nehme ich mal lieber die Pause. Aufnahme zu Ende.